Hallo, HTML5 Grundgerüst. Eine HTML-Datei ist eine Textdatei, die mit jedem beliebigen Texteditor bearbeitet werden kann und ist der Hauptbestandteil einer Webseite. Andere Komponenten sind zum Beispiel CSS-Dateien, Bilder, Videos und so weiter. Einzelne Elemente in der HTML-Datei nennt man Tags und werden in spitzen Klammern geschrieben, ein kleiner als Zeichen. Dann der Name und ein größer als Zeichen am Ende. Es liegt jeweils ein einleitendes Tag und ein abschließendes Tag, gekennzeichnet durch einen Schrägstrich vor. Das ist zum Beispiel ein H1-Tag, das ein Body-Tag, ein Head-Tag, HTML-Tag und so weiter. Das Grundgerüst einer HTML5-Datei sieht so aus. In der ersten Zeile steht die Dokumenttyp-Deklaration. Hier kleiner als, Ausrufezeichen, Doktyp, Leerzeichen HTML und größer als. Am Anfang steht ein HTML-Tag in der zweiten Zeile und am Ende ein abschließendes HTML-Tag in der 12. Zeile. Der Kopfbereich wird durch Head markiert. In der 3. Zeile ein einleitendes Head-Tag und in der 6. Zeile ein abschließendes Head-Tag. Der Körperbereich wird durch Body markiert. In der 7. Zeile und das abschließende Tag in der 11. Der Titel steht zwischen Title und Schrägstrich Title im Head-Bereich. Die Metaangabe Charset legt die Zeichenkodierung hier UTF-8 fest in der 4. Zeile. Okay. Und H1, das ist übrigens eine Überschrift. Alles, was zwischen H1 und Schrägstrich H1 steht. Hier in diesem Fall Inhalt. Titel ist halt der Titel. Und so sieht das dann aus. Hier steht der Titel und hier der Inhalt als Überschrift. Ciao und viel Glück.